meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Nummer 16. Wir sind wieder zurück in der Gegenwart, würde ich jetzt sagen, mit Wyvern bzw. Clive. Und der wiederum ist zuletzt auf Jill, seine alte Kindheitsflamme, Jugendflamme, getroffen, die jetzt wohl inzwischen der Dominus von Shiva ist. Wir sind aus einer brenzlichen Situation gerettet worden von niemand anderen als Cid persönlich, den Cid dieses Titels, der uns jetzt erstmal in sein geheimes Versteck bringt, wo wir dann hoffentlich ein bisschen mehr erfahren, was denn so in der Zwischenzeit passiert ist, seit Clive da versklavt wurde. Ab dafür. Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im Toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdorrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Und niemand, der sich hierher verirrt. Hereinspaziert. Oh. Nice. Mogri! Mogri! Das ist doch eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stürzt nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Ob du es glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hat er gehofft, dass du sie dir mal anguckst? Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Aber was ist... Meinst du Charons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Schnieke, schnieke hier. Ein neuer Eckstein. Öffnet eine Karte des Bereichs, in dem du dich gerade befindest. Mit dem Touchpad. Das habe ich doch schon ganz am Anfang gesucht. Zielorte von Hauptaufträgen sind auch hier mit dem Ausrufezeichen-Symbol markiert. Ja, warum nicht gleich so? Das hättet ihr mir doch schon früher sagen können. Mensch! Echt jetzt? Sowas. Nee. Sidolphus Telamon ist sein voller Name anscheinend. Als Clive sich vom Eisernen umzingelt in der Nyssa-Schlucht wiederfand, war es Cid, der ihn und Jill im letzten Augenblick rettete und in sein Versteck im Toten Land brachte. Wollte aber eigentlich nur die Map sehen. Zum weißen Deichsel. Lagerraum, Tränke. Was denn? Immer noch Hunger? Stasiliger Schmied. Okay. Willst du nicht mit mir reden? Zum weißen Deichsel. Ihr seid der weiße Deichsel oder was? Scheint so. Lagerraum klingt gut.
Naja, auch nicht unspektakulär. Hier ist es finster. Noch ein neuer. Ja. Halt dich besser an unsere Regeln, sonst siehst du die Zellen bald von innen. Kann ich die Regeln bitte schriftlich bekommen, sonst kann ich mir die nicht merken. Danke. Okay. Ihr habt mich alle lieb hier. Also ich glaube, ich so wirklich was... Zum Chocomoppel. Ich will zum Chocomoppel. Wo ist der Chocomoppel? Chocomoppel, Chocomoppel. Chocomoppel, Chocomoppel, Chocomoppel. Schokomoppel. Schokomoppel, Schokomoppel. Schoppel, Schoppel, Hoppel, 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 Schokomoppel. Okay, bin schon zu weit. Was ist der Schokomoppel? Ist das der Schokomoppel? Schokomoppel. Ach, das ist eine Bar. Und ich dachte, hier gibt's Schokobos. Das ist ja voll die Verarsche. Ich dachte, das wäre so eine Art Schokobo-Stall oder so. Och Mann, dann halt nicht. Anstatt ein Gläschen mit seinem alten Kumpel. Nee, nix Gläschen. Nicht Gläschen. Der Dreck nimmt einfach kein Ende. Na sowas. Arbeite an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus totzustechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. So kann man sagen. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Ja, deswegen kommen sie nicht weg. Ah. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Hab im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind.
In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereite dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich würde eher annehmen, dass er der Dominus der Ifrit ist. Das war doch Ifrit, oder? Das sah mir sehr nach Ifrit aus. Es stand ja auch Ifrit dabei. Also, ich hätte jetzt gesagt, Clive wäre das. Aber gut, vielleicht ist es auch jemand anders. Oder Clive jagt sich gerade selbst. Das wird sich schon noch zeigen. Nein. Was jetzt? Götz, oder? Ich bräuchte Hilfe. Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Tante Charon könntest du. Warte mal. Geh lieber erst zu Schledorn, dem Schmied. Schmied klingt gut. Schledorn? Dann auf zur Schmiede. Halt! Hier! Nimm das hier mit! Schledorn hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Mir zumindest. Okay. Mir zumindest. Die Schmiede ist da hinten. Folg einfach den Hammerschlägen. Schmieden klingt gut. Das sind Schmieden. Bist du Schledorn? Geht dich nichts an. Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Hab ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Gwigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich krümme ich keinen Finger. Ach, wirklich? Der Überseerum. Eine geruchsintensive Spirituose, die besser geeignet ist, Öl von der Leinwand eines Malers zu entfernen, als getrunken zu werden, gewährt überanstrengten Soldaten aus Übersee ein paar seltene Momente des süßen Vergessens auf ihren lang beschwerlichen Schiffsreisen. Wenn du das hier nicht willst, schütt ich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Das würde doch keinen Mogri-Furz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Klar, für Götz. So, bei einem Schmied kannst du Ausrüstung verbessern oder neue Ausrüstungsgegenstände herstellen, wenn du den Bauplan und die richtigen Materialien mitbringst. Wähle einen hervorgehobenen Eintrag aus der Liste und halte X, um einen Gegenstand herzustellen oder zu verbessern. So, wir können einen Eisengurt verbessern mit Eisenspänen. Von, was war es ursprünglich? Steht hier leider nicht. Aber es wird besser. Von daher. Ach so. Und damit Mist. Sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Okay. Hinweise. Wenn sich im Versteck etwas geändert hat, erscheint rechts oben auf dem Bildschirm ein Hinweis. Neben neuer Ware in Charons Bütchen und neuen Schmiedebauplänen in blühenden Amboss machen Hinweise auch auf neue Aufträge, Briefe und vieles mehr aufmerksam. Neue Inhalte werden im Spiel sowie auf der Karte mit einem Kringelchen-Symbol markiert.
Ich sollte wohl Götz danken. Sprich mit Götz. So, ich will jetzt aber eigentlich jetzt noch eben ausrüsten, bevor ich es vergesse. Nicht, dass es jetzt nicht ausgerüstet ist. Eisengurt. So. So, mit dir kann ich auch nochmal reden? Ja. Zum blühenden Amboss. Willst du was schmieden? Gefrorene Träne habe ich. Fürit habe ich noch nicht genug. Okay. Eiserne Armreife. Ja. Ausrüstung herstellen. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Ja. Auf jeden Fall nicht schlecht. So, jetzt haben wir die eisernen Armreife. Mit einem Meteorstein kann ich noch weiter verstärken. Den Eisengurt aber auch. Ja, ist jetzt relativ egal, glaube ich. Und? Sehr schön. Dankeschön. So, dann danke ich dir mal, mein Freund. Lieber Götz, vielen Dank. Es hat Dank. Funktioniert. Ich danke dir. Komm schon, fast geschafft! Decken und nicht trödeln. Na, das ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser. Ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Wo habe ich mich da bloß reingeritten? Jetzt jammer nicht rum, es ist besser als vorher. Also wirklich. Bist du Otto? Wer ist das? Otto. Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Ein befreiter kaiserlicher Träger. Verflucht, in dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Bisschen netter geht schon, oder? Ein bisschen Taya freundlicher ist schon möglich. Mann. Wie wär's mit Bitte und Danke? Was ist aus diesen Wörtern geworden? Mann, kein Benimm die Leute heutzutage. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Es geht nicht um Jill. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Ach, hab ich doch gemacht. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto, ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles?
dann wird Karun da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh. Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Nee. Acht auf Charaktere mit dem grünen Ausrufezeichen-Symbol über dem Kopf, da dies bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Eine Liste aller laufenden und abgeschlossenen Aufträge findest du unter dem Reiter Journal im Hauptmenü. Nachdem du einen Auftrag angenommen hast, findest du die damit verbundene Aufgabe in der Aufgabenliste auf der rechten Seite des Bildschirms. Aufgaben für den Hauptauftrag und bis zu drei grüne Nebenaufträge können dir gleichzeitig angezeigt werden. Du kannst Aufträge priorisieren, indem du sie im Reiterjournal im Hauptmenü auswählst und X drückst. Aufgaben von Aufträgen mit Priorität werden so lange in der Aufgabenliste angezeigt, bis der Auftrag abgeschlossen ist oder ein anderer Auftrag priorisiert wird. Die Priorität kann aufgehoben werden, indem du den Auftrag auswählst und nochmal X drückst. Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die Nennothek, eine immer größer werdende Wissenssammlung rund um Valisthea. Das Orchestrion, ein Automat, mit dem sich während des Spiels gesammelte Musik abspielen lässt. Aha! Beide befinden sich in der Schenke des Verstecks im Schokomoppel und sind auf der Karte vermerkt, welche du mit... Wird hier jeder aufgenommen? Anscheinend. Es scheint noch genug Platz zu sein. So. Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Entschuldigung! Ich bin Clive. Ach, Clive? Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Ist ja gut. Mach ich. Danke. Ich passe auf ihn auf. So, kaufst du was oder nicht? Sehr gut. Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst? So läuft das nicht im Leben, Junge. Also, raus mit den Kröten. Sehr gut. Mittel und Ausrüstung können im Laden in ganz Valisthea gekauft werden. Ihr Bestand verändert sich im Verlauf der Geschichte. Schau also immer wieder rein. So, ein Breitschwert für... Wie viel habe ich denn? 500. Ein besseres Breitschwert ist ja schon mal nicht schlecht. Die Armreife sind nicht besser. Heiltränke haben wir schon genug. Dann nehmen wir uns doch das Schwert. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ja. Naja. Mehr habe ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker. Was denkst du denn, wo ich herkomme? Jetzt stehst du also zu ihm? Was habe ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld. Er macht so süße Doggy-Eyes. Oh. Rätestein. Der Rätestein ist jetzt verfügbar. Dieser virtuelle Kampfplatz bietet Clive einen sicheren Ort, um neue Fertigkeiten zu erproben und gegen verschiedenste Gegner zu üben. Im Verlauf der Geschichte werden darin zusätzliche Funktionen freigeschaltet. Ah, interessant.
Die Halle des ewigen Eifers. Okay. Kann ich wieder raus? Nö. Ich muss das jetzt machen. Punkt Beginn. Die Halle des ewigen Eifers ist ein individuell anpassbarer Kampfplatz, der Clive einen sicheren Ort bietet, um neue Fertigkeiten zu erproben und gegen verschiedenste Gegner zu üben. Okay, um das Menü zu öffnen, wo du verschiedene Einstellungen vornehmen kannst, um die Übung ganz nach deinen Wünschen zu gestalten. Tasteneingaben, Aktionslog, Unbesiegbarkeit, LP Autoheilung, Magie-Kombo-Timing, Fertigkeiten Abklingzeit, Gegner-Aggression. Gegner Unverwundbarkeit, Gegner auswählen. Okay, schön. Das ist ja nett. Okay, das wäre jetzt dieses Explosion. Das geht auch. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht gelernt. Kann ich das jetzt einstellen? Fertigkeiten? Doch, das habe ich auch schon gelernt. In der Luft ja, okay. Passt. So. Das magische Geschoss will ich jetzt nochmal steigern. Weil ich es kann. Ich weiß zwar nicht, was es gebracht hat jetzt, aber es hat die Stärke gesteigert. Macht auf jeden Fall Spaß. Aber es hat einen Rückstoß jetzt. Spannend. Ja! Magischer Auftritt. Okay. Okay. Das machen wir noch. Ein Finisher. Okay. Bam. Okay, sehr gut. Übung beenden. Wie kann ich Übung beenden? Beenden da. Danke. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ist gar nicht so schlecht, weil man vergisst einfach in den Hauptkämpfen immer auch mal die neuen Fähigkeiten auszutesten oder so. Und wenn man es mal ein bisschen da drin gemacht hat, dann kriegt man sie eher in den Schädel. Finde ich gut. Fertig. Schon wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Gut. Die Schnellreise. Nutze die Weltkarte, um dich sofort an bereits besuchte Orte zu begeben. Neue Orte werden freigeschaltet, indem du die Hauptgeschichte fortsetzt oder Wegpunkte entdeckst, die Obelisken genannt werden. Die Weltkarte öffnet sich automatisch, wenn du einen Bereich verlässt, kann aber auch jederzeit über das Hauptmenü aufgerufen werden. Aha. Ist auf jeden Fall Aufgaben beim Chocomoppel. Wo kann ich jetzt? Weltkarte, da. Okay. Aha. Zum Grenzwald können wir reisen. Ich will aber noch eben... Nee, ach Mann, jetzt bin ich... So, beim Chocomoppel und da unten sind ja nochmal neue Sachen. Die gucken wir uns nochmal an. Bin ich jetzt richtig? Nein, natürlich bin ich nicht richtig. Und es gibt eine Aufgabe. So, Orchestrion. Die Hintergrundmusik, die im Versteck spielt, kann an Orchestrion geändert werden. Zur Erweiterung der Musikliste benötigst du Notenrollen, welche im Laufe von Hauptaufträgen erhalten, in manchen Geschäften gekauft und in Schatzkisten gefunden werden können.
Ich habe ja schon super viel. Und dann wissen wir das jetzt auch. Wo ist das andere? Oh, es sind gleich zwei Nebenmissionen noch. Da müssen wir da ganz hinten hin. Das war das, wo wir neue Informationen kriegen, ne? Du sollst bitte rühren, nicht probieren. Euer Gesicht ist mir nicht bekannt. Seid ihr neu hier im Versteck? Kann man so sagen. Nun, dann erlaubt mir, euch willkommen zu heißen. Ich bin Harpokrates Hyperboreus der Zweite. Kann sich jeder merken. Das ist, ein ziemlicher Zungenbrecher, ich weiß. Und deshalb nennen mich hier einfach alle nur Harpo. Eine Abbreviatur, mit der ich mich inzwischen abgefunden habe. Dieser Wälzer ist übrigens nur einer von sehr vielen in meinem Besitz. Denn ich sammle Geschichten. Die Geschichte und Kultur dieses Erdteils haben schon immer eine große Faszination auf mich ausgeübt. Doch die Tage, an denen ich auf der Suche nach Geschichten die Welt durchstreifte, liegen lange hinter mir. Inzwischen teile ich das, was ich gesammelt habe, mit allen, die es hören wollen. Möchtet ihr mir vielleicht zuhören? Nennotek. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Die Nennotek ist eine umfassende Wissenssammlung, die alle Kategorien abdeckt, seien es grundlegende Begriffe, wichtige Persönlichkeiten, Geografie oder Geschichte Valisteas. Im Verlauf der Handlung wird ihr Harpokrates ständig neue Informationen hinzufügen. Hier können auch vergangene Einträge im Kompendium eingesehen werden. Ich habe neue Einträge zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. Aha. Welches Thema wollen wir heute behandeln? Ja, der Welt hier gibt es so eine Art Stufenliste. Okay. Ambrosia. Clives treues Reittier beim sanbrekischen Überfall auf das Phönixtor stürmt Ambrosia ihren geliebten Besitzer zu Hilfe und rettete ihn im letzten Augenblick vor dem sicheren Tod, wobei sie selbst jedoch ein Auge verlor. Ach, die lebt noch? Die lebt noch! Als Kind suchte Clive sich Ambrosia aus mehreren Küken in den Chocobo-Stallungen von Schloss Rosalith aus, um sie selbst aufzuziehen, bis sie sein Reittier sein könnte. Sie gehorcht ihm aufs Wort und vertraut ihm zutiefst. Fremden gegenüber ist sie jedoch umso misstrauischer, weshalb jeder, der sich ihr nähert, um sie zu streicheln, mit einer schmerzhaften Schnabelattacke rechnen muss. Der Text ist echt super dünn, ich kann es kaum lesen. Verwandte Themen. Ach, das ist ja cool. Das ist so ein richtig kleines Wiki. Sehr praktisch, gerade für mich. Auf jeden Fall. Hier werde ich sicher irgendwie wieder mal vorbeischauen. Willkommen, Clive. Sehr interessant. Und man kann die sogar aufleveln. Ich wette, es gibt eine Trophäe dafür, wenn die vollständig ist. So. Wollen wir mal... Ganz... Ach, nee. Nee. Ich glaube, die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ist schon wieder so spät. Wir schauen uns beim nächsten Mal die Nebenmission mal an. Jetzt haben wir erstmal alles angeguckt, was so neu war. Wenn ich dran denke, ich hoffe es. Ansonsten geht's direkt wieder in die Action und dann machen wir Nebenmissionen später. Ich denke mal, es wird eh so ein Hole-Bringe-Sammel-Zeugs sein. Oh, kann ich dich streicheln? Hundi, kann ich dich streicheln? Nicht? Hier kann ich auch keine Hunde streicheln. Was ist denn das für ein Dreck? Sauerei, Schiebung. Wieso kann ich in keinem Spiel hier Hunde streicheln? Ah. Na gut, meine Lieben. Es reicht für heute. Und beim nächsten Mal folgen wir dem verschollenen Lannister ins Abenteuer. Wenn wir nicht vorher noch eine Mission machen. Ich hoffe, ihr seid dann auf jeden Fall wieder dabei. Und wir sehen uns. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.